So, Sprühlingsrituale. Sprich mit Siedlern. So, und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Fallout Shelter. Am Mikrofon begrüßt euch wie immer euer Omnibusfahrer. Und wir betreten Vault 111 und schauen mal, was es da drinnen jetzt wieder so alles zu sehen gibt und so weiter, würde ich mal sagen. So, Strom, Ding und das und das da und ja, okay. Und Stufenaufstieg, wo haben wir da einen? Nein, aber hier und dann nehmen wir das hier noch mit und dann lassen wir den gleich den nächsten Handwerker auch roll herstellen, dass wir auf jeden Fall genügend Agility hier haben. Und wir haben in der Wasseraufbereitungsanlage haben wir nicht mehr alle drin, so wie es ausschaut. 4 von 6 Perception haben wir da. Jemanden mit viel Wahrnehmung, der arbeitet im Kraftwerk, Scheibengleister, die ist in der Cafeteria und sonst noch. So, dann schauen wir mal. Das Betreten, ja, jetzt schauen wir mal. Der hat noch 15 Stimpacks, 10 Redaway, 312 Kronkorken hat der gesammelt. Stufe 10. Ach, die haben da Stufenaufstieg bekommen, die dann. Das ist nicht schlecht. So, schließen. Und wir betreten die Quest. So, Sprühlingsrituale. Sprich mit Siedlern. Sehr schön. Also, dann schauen wir mal. Also, hier haben wir nichts. Dann gehen wir gleich mal hier rein, weil wir da drüben nichts haben. Vielen Dank, dass ihr uns geholfen habt. Wir wissen das sehr zu schätzen. Diese religiösen Fanatiker haben behauptet, sie hätten eine frohe Botschaft für uns. Und dann haben sie angefangen, überall die Leute einzusprühen. Ich bin ihnen entkommen, aber andere hatten weniger Glück. Manche wurden sogar ghoulifiziert. Haben sie erwähnt, warum sie das alles machen? Haben ständig gesagt, dass wir uns freuen sollen, weil irgendein Ostern bevorsteht. Keine Ahnung, was das sein sollte. Komisch hier, oder? Stimpack nehmen wir mit. Sei kein Snob. Und Kronkorken nehmen wir mit. Dann schauen wir mal. Mit ein paar Maulwurfsaat sollten wir normalerweise fertig werden. So, hilf doch mal dem damit. Du hast den besseren Pickel. Mach mal Wumm hier. Komm. Jawohl, sehr schön. Tod, überall. Ich brauche Antidepressiva. So, dann schauen wir mal, was haben wir denn hier drin? Ein Spielzeugauto. Und hier haben wir ein Stimpack. Mal hier, was haben wir denn hier drin? Nochmal ordentlich Kronkorken. Jawohl, sehr schön. Diesmal haben wir genügend Stimpacks dabei. Und dann gehen wir da gleich mal weiter. Und drei sind's. Eine Radkakerlaken. Aber ich sollte mir noch was auch hinkriegen. Braucht ihr ein Stimpack? Sollte ich den gleich eins geben? Komm, geh nochmal da hinten drauf auf den. Hau nochmal drauf mit deiner Hacke. Nimm jetzt mal ein Stimpack mit. Den nehmen wir mit. Was ist denn das? Gut, können wir uns dann nachher anschauen. Wow, die Menschen haben echt richtig Mist gebaut. Hier haben wir zwei weitere Stimpacks, die nehmen wir mit. Seht nur, endlich ist jemand gekommen, um uns zu helfen und keine Sekunde zu früh. Noch ein paar Stunden länger und mein Freund hier wäre wild gestorben.
Verfluchte Fanatiker, diese Kinder des Atoms. Sie können sich ihr O-Stern hinstecken, wo keine Sonne hinscheint. Sicher, dass es Kinder des Atoms waren. Gibt es noch weitere Opfer? Wofür steht denn O-Stern? Keine Ahnung, aber sie haben ständig wiederholt, dass etwas kommt. Vielleicht ein Gott oder eine Göttin. Sprich mit weiteren Siedlern, jawohl. Dann nehmen wir hier diesen Bauplan mit. An diesem Ort bekomme ich das Gruseln. Und hier wieder ganz viele Kronkorken. Ja, ich auch. Wachsam bleiben. Und zwei weitere Stimpaks. So, mal schauen, was sich hier verbirgt. Weitere Ghule. Ich verstehe es nicht. Wieso sollte man blindlings Leute radioaktiv verseuchen wollen? Das ist mir ehrlich gesagt auch ein Rätsel. Da kommen wir auch halt drauf. Der braucht ein Stimpak, ganz dringend. So, der ist fertig. Jetzt warten wir mal, bis der noch. Oder gilt dann der kritische Treffer dann weiter? Ich hebe mir den mal noch auf, weil ich glaube, da hinten kommt auch noch ein Raum. Den hebe ich mir mal auf, den kritischen Treffer. Hier haben wir einen weiteren Bauplan. Das ist wohl die richtige Richtung, ja, das glaube ich auch. So, dann gehen wir da weiter. Oh, oh. Endboss, oder? Noch nicht ganz. Warte mal. Dreifacher Schaden, auf jeden Fall nicht schlecht. Nein, 2,5. Na, okay. Aber trotzdem gleich aufs erste Mal hingekriegt. Sehr schön. Nehmen wir weitere Dinge mit. So, hier. Und dann schauen wir mal, was sich hier da hinten noch verbirgt. Das möchte ich mir auch noch anschauen. Ja, hier hinten haben wir noch irgendwas. Scheint wahrscheinlich auch wieder Kronkorken zu sein. Der braucht, glaube ich, auch bald wieder ein Stimpak. Werden die dann eigentlich automatisch wieder geheilt, wenn sie im Wohl sind? Sehen wir dann. Der braucht ein Stimpak, der kriegt auch eins. Na komm, hilf dem mal. Hilf dem mal. Hilf dem mal mit. Sehr gut. Und dafür habe ich den Vault verlassen. So, sehr schön. Fertig. Würde ich sagen, gehen wir wieder zurück. Zurück zum Vault. Bewohner wirklich zum Vault zurückkehren. Jawohl. Design-Rezept-Fragment, Professoren-Outfit und ein panzerbrechendes Luftgewehr. Zurück zum Vault. Und 2232 Kronkorken. Hört sich doch nicht schlecht an. So, schließe. Da haben wir noch einen weiteren Stufenaufstieg, den nehmen wir mit. Dann nehmen wir den hier noch mit. Hat der ein weiteres Outfit hergestellt? Noch nicht. Wie schaut es denn mit dem anderen Ödland-Reisenden aus? Ein Schaden erlitten, 405 Erfahrungspunkte erhalten, 312 Kronkorken, Stufe 10. Er hat noch 15 Stimpaks und 10 Relays. Vom Zustand her scheint es ihm nicht schlecht zu gehen. Wenn man allein reist, ist man irgendwie einsam. Ja, das hat alleines Reisen so an sich. Komm, helf mal kurz mit hier. Okay, passt. Sehr gut, du kannst schon wieder da bleiben. Die hat gerade Kaffeepause, oder? Hey, nein, wo läufst du denn hin? Ach ja, wir haben jetzt ein neues Outfit.
Schauen wir mal, wer hat denn hier... Der hat auch hohe Agility. Dann kriegt der jetzt mal einen Handwerker-Overall. Wasseraufbereitungsanlage. Naja, da ist halt wenig, sind jetzt weniger Leute drin. Da brauchen wir jetzt einen mit Perception. Die hat Kaffeepause. Die stecken wir da mal mit rein. Aber noch einen mit Kaffeepause? Nein. Ich schau mal. Schließen, warte mal. Perception 2, gepanzerter Volt am Zug. Kriegt die dann, die da, da gleich reingeht? So. Na komm. Kriegt ein gepanzerter Voltanzug und ein verbessertes Repetiergewehr. Sollen wir den Tempomodus ausprobieren? Nachher dann. Jetzt warten wir erstmal noch, bis Wasser da ist. So. Jawohl, sehr schön. Ein bisschen aufbauen. Ein bisschen Wasser aufbauen. Und ja. Soll ich noch weitere Bewohner rüber raus ins Ödland schicken? Ich weiß es nicht. Wie schaut es mit dem aus? Der hat jetzt schon einiges an Agility. Und die erhöhen ihre Stärke. Ja gut, im Moment haben wir aber eigentlich genügend Strom. Kann ich denen einen Voltanzug geben, der mehr Stärke bringt? Ne, habe keinen mehr. Gepanzerter Voltanzug. Dann bekommt der auch einen gepanzerten Voltanzug. Wo steckt der da hinten? Jawohl, sehr schön. Was hat die denn? Eine Lederrüstung. Ödland Sanitäter. Kann ich der den geben? Räderrüstung. Ödland Sanitäter, ja. Okay. Wasserbehandlungsanlage brauchen wir auf jeden Fall. Wieder mehr Leute drin mit mehr Wahrnehmung. Es ist immer dieses Warten, bis hier die Zeit abgelaufen ist. Naja, typisches Free-to-Play-Spiel halt. So, da haben wir wieder was zu essen. Ich warte jetzt noch auf die anderen zwei Bewohner. Und in einer Minute 51 sind wieder neue Dinger da, alles klar. Na gut, mehr gibt es jetzt eigentlich hier nicht zu sehen. Lagerräume ausbauen. Habe ich noch nicht genügend Kronkorken dafür. Da warten wir noch ein bisschen. Vielleicht taucht ja der mysteriöse Fremde nochmal auf, nach einer Zeit. Der steht auch nur herum, oder? Ja, dann stellen wir doch gleich mal wieder eine neue her. Würde ich mal sagen, eine rostige, abgesägte Schrotflinte. Die stellt hier wieder Dinger her. Und da können wir auch einen reinstecken. Allerdings werden jetzt alle Leute gebraucht hier in der Wasserbehandlungsstation. Die macht fleißig Babys, das ist sehr gut. Ja. 14 Minuten haben wir jetzt hinter uns. Und dann verabschiede ich mich mal wieder. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.